1996, 10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, wurde erstmals der Tag der erneuerbaren Energien begangen. Inzwischen hat sich dieses Datum auf den letzten Sonnabend im April eingependelt. Der Tag wird deutschlandweit begangen. Auch den Güstrower Stadtwerken ist die Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien wichtig. Ging es in den letzten beiden Jahren eher darum, zu zeigen, wie Strom aus Sonnenenergie oder Wasserkraft gewonnen wird, so stand am letzten April-Sonnabend die Nutzung durch Elektrofahrzeuge im Fokus. Dabei konnten die Stadtwerke 5 Autohäuser gewinnen, die auf dem weitläufigen Außengelände der Oase ideale Möglichkeiten fanden, ihre teilweise oder ganz mit erneuerbaren Energien angetriebenen Fahrzeuge zu präsentieren. Wolfgang Wegner von den Stadtwerken schildert ein denkbares Szenario für eine nicht so ferne Zukunft. Wir denken aber, und das werden Sie heute auch hier mitbekommen und auch mitnehmen, wenn Sie das von den Autohäusern hier präsentierte gesehen haben, dass die hauptsächliche Ladung dann auch wahrscheinlich zu Hause stattfindet. Ne, also von mir aus persönlich gesehen, mit dem Elektroauto fahre ich nach Hause, stöpsel den an, wir haben hier Ladeboxen, Hersteller darf ich jetzt nicht so nennen, aber die sind ja bekannt, gibt auch deutsche Hersteller hierfür. Und dann schlafe ich die Nacht, morgen stehe ich auf, nehme meine Brote, die meine Frau mir geschmiert hat, steige ins Auto ein und fahre zur Arbeit. So stellen wir uns das vor. Elektrofahrzeuge erobern den kommunalen Bereich. Von den Autohäusern war zu erfahren, dass Gemeinden, Kurverwaltungen oder die Ranger in den Naturparken zunehmend auf E-Fahrzeuge umsteigen. Die Güstrower Stadtwerke haben sich in den Jahren eine über regenerative Energie angetriebene Flotte aufgebaut und nutzen beispielsweise ein Elektrofahrzeug zur Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung in der Barlachstadt. Es gibt aber weitere Anwendungsmöglichkeiten. Und dann gibt es natürlich aber auch den Tourismus. Den dürfen wir nicht verkehren. Güstrow ist ja auch eine Tourismusstadt, hat eine Nähe zu Rostock, liegt im Herzen Mecklenburgs und dementsprechend hat natürlich Höhepunkte wie Schloss etc. als historische Altstadt. Und da braucht der Tourist natürlich auch eine Erhaltungsladung. Und diese Erhaltungsladung, da haben wir jetzt die Punkte gesetzt. Einmal Franz-Paar-Platz und einmal Gelwiner-Platz. Ich denke, das sind schon 2 Einfallstore, wenn ich das mal so bezeichnen darf, für die Touristen in Güstrow. Und alles andere wird sich natürlich auch weiterhin entwickeln. Ein wichtiger Schritt zur Entwicklung der Ladeinfrastruktur im touristischen Bereich wurde jetzt mit einem vom LIDA geförderten Projekt getan. In den Naturparken Sternberger Seenland und Nossentiner Schwinzer Heide sowie im Bützower Land wurden 31 Elektroladestationen installiert. Ernst Schützler, der das Projekt mit einem Team erarbeitet hat, schilderte am Tag der erneuerbaren Energien die dazu angestellten Überlegungen. An diesen Ladepunkten, wir nennen sie auch Verweilstationen, dort wo man als E-Mobilist, Autofahrer oder Pedelec-Fahrer gerne gesehen wird. Man kann dort einen Kaffee trinken vielleicht, man kann sich eine Kirche angucken, man kann spazieren gehen in der Zeit, in der Verweildauer, bis wieder nachgeladen wird und kann dann zur nächsten Station fahren. Leider wurde am Sonnabend das Angebot zu Probefahrten mit einem Pedelec von den Besuchern nur sehr zurückhaltend genutzt. Während sich die Erwachsenen vorwiegend für die schnittigen Fahrzeuge der Autohäuser interessierten, war auch an die Kinder gedacht worden. Sie konnten sich auf einer Hüpfburg austoben, hatten aber auch die Möglichkeit, an einer Experimentierstrecke selbst Strom aus erneuerbaren Energien herzustellen. Oder sie konnten sich ihr Fahrzeug der Zukunft selbst malen. Die Stadtwerke informierten darüber hinaus über Tarife oder Ausbildungsplätze für junge Leute. Wolfgang Wegner wies darauf hin, dass das Thema erneuerbare Energien weiter gefasst werden sollte. Wir dürfen aber nicht vergessen, E-Mobilität ist die eine Sache. Mit Sicherheit wird es auch nochmal in der Brennstoffzellentechnik, also Strich Wasserstoff und Erdgas auch nochmal. Es wird so ein Blumenstrauß werden in den nächsten Jahren, aus dem wir uns bedienen werden. Damit ist eine Vielzahl an Themen genannt, die auf künftigen Tagen der erneuerbaren Energien eine Rolle spielen werden. Die Stadtwerke Güstrow sind dann sicher wieder mit dabei.